Explosionen pulverisieren ganze Welten. Ein schwarzes Loch, das 100 Millionen Jahre lang den Rest seiner Galaxie vernichtet hat. Und massive Sterne, die das Universum erschüttern. Werden Sie Zeuge der 10 größten Explosionen des Universums. Sie können nicht nur Millionen Städte in Sekundenschnelle von der Landkarte tilgen, sondern ganze Kontinente, Planeten und sogar Galaxien vernichten. Das Universum wird ständig von enormen Explosionen erschüttert. Das verhältnismäßig ruhige Leben auf der Erde ist in gewisser Weise eine Ausnahme. Ob es sich um massive Planetenkollisionen oder Explosionen ganzer Sterne handelt, all diese Ereignisse sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Eine Explosion ist die plötzliche Freisetzung großer Mengen von Energie. Wenn innerhalb einer bestehenden Struktur viel Energie freigesetzt wird, kann diese Struktur zerstört werden. Es handelt sich also um destruktive Energie. Allerdings wird diese Energie von den Naturgesetzen zur Erschaffung neuer Existenzformen eingesetzt. Im Jahr 1994 tauchten über 20 Fragmente des Shoemaker-Levy-9-Kometen in den Planeten Jupiter ein. Es entstanden große schwarze Narben auf der Oberfläche, die sogar mit Amateurteleskopen erkennbar waren. Das größte Kometenfragment hatte einen Durchmesser von knapp 2 Kilometern. Die Gewalt der Explosion hatte ein TNT-Äquivalent von ca. 5,5 Millionen Megatonnen. Das ist ungefähr das 100-fache des heutigen weltweiten Atomwaffenarsenals. Wenn man also alle Bomben der Erde in einer Explosion detonieren lassen würde, erhielte man noch nicht einmal annähernd die Einschlagsgewalt dieses Kometenfragments auf dem Jupiter. Doch selbst diese gewaltige Detonation ist noch nicht groß genug, um als eine der größten Explosionen des Universums zu gelten. Das erste Ereignis, das es in die Top 10 der größten Explosionen schafft, war noch viel verheerender. Nummer 10. Der Tod, der vom Himmel fiel. Die kleinste Explosion auf dieser Liste war immer noch gewaltig genug, um das Aussterben der Dinosaurier auszulösen. Beim Chicxulub Impact schlug vor ca. 65 Millionen Jahren ein Asteroid auf der mexikanischen Yucatan-Halbinsel ein. Ein Felsbrocken mit knapp 10 Kilometern Durchmesser, fast so groß wie der Mount Everest, schlug auf die Erde. Ich sitze hier vor dem Barringer-Krater in Arizona. Er ist mehr als einen Kilometer breit. Wenn wir mit 90 bis 100 km/h durch den Krater fahren würden, wären wir in weniger als einer Minute am anderen Ende. Den Krater auf der Yucatan-Halbinsel zu durchqueren, würde bei gleicher Geschwindigkeit etwa 2 Stunden dauern. Man kann sich vorstellen, wie viel größer er ist. Der Kraterdurchmesser von 180 Kilometern ist so groß wie die Fläche von New York City, Philadelphia und das ganze dazwischenliegende Gebiet. Bei einem vergleichbaren Einschlag würden heute rund 12 Millionen Menschen sofort getötet werden. Ganz zu schweigen von der Zerstörung, die außerhalb des Kraterfeldes stattfinden würde. Die Energie der Explosion wird auf verschiedene Weise freigesetzt. In Form von blendendem Licht während des Einschlags. Und von großer Hitze, die in der Folge auf dem Großteil des Globus Lauffeuer auslöst. Allerdings entsteht die größte Zerstörungskraft durch kinetische bzw. Bewegungsenergie, die den Krater und die umherfliegenden Explosionstrümmer verursachen. Die Energie des Einschlags, die den Chicxulub-Krater entstehen ließ,
hatte wahrscheinlich eine Sprengkraft von ca. 230 Millionen Megatonnen. Das ist eine Menge Energie. Die größte auf der Erde detonierte Bombe hatte etwa 50 Megatonnen. Im Vergleich zu 230 Millionen ist das sehr wenig. Das ist etwa das 40-fache der Energie, die vom größten Fragment des Shoemaker-Levy-9-Kometen auf dem Jupiter freigesetzt wurde. Um die kinetische Energie eines Asteroideneinschlags zu berechnen, muss man einfach nur Zahlen in eine Formel einsetzen. Die Formel, die bei einer Kollision zur Berechnung der kinetischen Energie zur Anwendung kommt, lautet T ist gleich 1/2 mv². Die Hälfte der Masse mal die Geschwindigkeit hoch 2. M ist gleich Masse und V ist gleich Geschwindigkeit des Objekts. Das ergibt eine hohe Energie für ein schweres und schnelles Objekt. Wenn man bedenkt, dass der Chicxulub-Asteroid fast so viel wie der Mount Everest wog und mit über 80.000 km/h dahinraste, ist es kein Wunder, dass dies eine der größten Explosionen des Universums war. Doch welche Auswirkungen hatte der Einschlag auf die Struktur des gesamten Planeten? Unser Zündstoffexperte platziert eine kleine Sprengladung unter die Schale einer Wassermelone, um die Energiefreisetzung bei einem Asteroideneinschlag auf der Erde zu simulieren. Für uns ein verheerendes Ereignis, aber für den Planeten nicht so tragisch. Die Explosion könnte also ruhig noch gewaltiger sein. Nummer 9. Asteroideneinschlag auf dem Mars. Zum Glück war der Mars und nicht die Erde das Ziel eines Asteroiden, der 200 Mal so groß war wie der Chicxulub-Asteroid. Der Asteroid, der vor ca. 3,9 Milliarden Jahren auf dem Mars einschlug, hatte einen Durchmesser von fast 2000 Kilometern. Das ist in etwa die Größe des Pluto und würde den Großteil der Fläche der USA abdecken, von Denver bis Florida und von Chicago bis Südtexas. Das ist allerdings nur die Größe des Asteroiden. Der als Borealis-Becken bekannte Krater ist noch viel größer. Das Kraterloch bedeckt etwa 40% des gesamten Planeten. Das Borealis-Becken auf dem Mars ist etwa 8500 Kilometer breit. Der Krater hinter mir hat nur eine Breite von etwa einem Kilometer. Man muss sich das Ganze also mal 8500 vorstellen, um das gewaltige Ausmaß des Einschlags zu begreifen. Das entspricht etwa der Fläche Afrikas. Während die Geschwindigkeit des Asteroiden, der auf dem Mars einschlug, sich nicht wesentlich von der des Chicxulub-Asteroiden unterschied, war seine Masse um ein Vielfaches größer. Also wurde auch viel mehr Energie freigesetzt. Die Energiemenge wäre etwa 1 Million Mal so groß und entspräche einer Sprengkraft von ca. 230 Millionen Megatonnen. Das ist eine Menge Energie und deshalb ist das Becken so riesig. Ein vergleichbarer Einschlag auf der heutigen Erde würde sofort Milliarden